In Kiew gehen die regierungsfeindlichen Demonstrationen weiter. Auch heute gingen wieder Zehntausende auf die Straße, um die Regierung der zweitgrößten Sowjetrepublik zum Rücktritt zu zwingen. Massendemonstrationen in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Sie begannen gestern und brachten heute wieder über 50.000 Menschen auf die Straße. Mit den blau-gelben Fahnen der Ukraine marschierten sie zum Parlament, um ihre Forderung nach Unabhängigkeit vorzubringen. Unabhängigkeit für eine Republik von 50 Millionen Menschen. Angeführt werden die Demonstrationen von Studenten, die seit dem 1. Oktober im Hungerstreik sind. Priester haben sich dem Zug angeschlossen und unterstützen die Demonstration gegen die Moskau-treue Regierung der Ukraine. Eine ganze Reihe von Parlamentsabgeordneten ist dabei, Mitglieder der Opposition, die fast ein Drittel der Sitze hält. Vor dem Präsidium des ukrainischen Obersten Sowjet fordern sie den Rücktritt der Regierung und protestieren gegen einen neuen Republikenvertrag, der das Verhältnis der Ukraine zur Zentralregierung Moskau regeln soll. Dritte Forderung, eine eigene nationale Armee. Über diese drei Forderungen könne es keinen Kompromiss geben, sagt der Abgeordnete Stefan Chmara, einer der Führer der Republikpartei, der 8 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Bisher versucht die Polizei lediglich, den Ansturm der Studenten aufs Parlament abzuwehren, nur teilweise erfolgreich. 4 der Studenten im Hungerstreik mussten inzwischen auf die Intensivstationen der Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen wollen bis zur Erfüllung ihrer Forderungen weiter hungern, wenigstens bis zum Rücktritt der Regierung. Bis zur Stunde ist keine Lösung zu erkennen und in Kiew rechnet man für die nächsten Tage mit einer Verschärfung der Lage und mit Zusammenstößen mit der Polizei.